Meine Damen und Herren, ich bin ein Forscher für künstliche Intelligenz und Kognition im Max-Planck-Institut für Mathematik und Naturwissenschaften in Leipzig. Und zusammen mit meinem Co-Autor Alexei Tichonow haben wir dieses Projekt Created Labs, wo wir bringen Algorithmen bei, Gedichte zu schreiben. Es geht nicht nur um Popsongs, es geht über Gedichte. Und hoffentlich bei Ende dieses Vortrags werden Sie verstehen, warum wir das tun. Aber erstmal müssen wir allgemeine Ideen über Intelligenz, künstliche Intelligenz und Entwicklung künstlicher Intelligenz diskutieren. Viele Leute stellen sich Roboter vor, wenn sie über KI hören. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so. Leider funktioniert Wissenschaft so nicht. Also zum Beispiel, um schneller sich zu bewegen, haben wir Rad erfunden. Aber Rad sieht nicht wie unsere Beine. Ja? Wissenschaft geht über allgemeine Prinzipien, die wir verstehen wollen und dann in irgendwelche andere Setting anwenden wollen, um etwas Neues zu entwickeln. Ja? Und genauso wie Mechanik Rad ermöglichte, machen Mathematik, Statistik, Kognitionswissenschaft und Computerwissenschaft künstliche Intelligenz möglich. Wenn Sie eine hochhängende Frucht bekommen wollen, werden Sie wahrscheinlich nicht in Springunterricht gehen, um höher zu springen und das bekommen. Ja? Werden Sie wahrscheinlich einen Stock suchen, um diese Frucht zu schlagen und bekommen. Wir bauen Geräte, die etwas leichter für uns machen. Ja? Und in 1956 in Dartmouth, in den USA, haben ein paar kluge Wissenschaftler gedacht, wir brauchen eine Art mentalen Stock. Wir brauchen ein Gerät, der für uns denkt. Ja? Und so wurde die Idee des künstlichen Intelligenz konzeptiert. Lassen wir uns Algorithmen entwickeln, die irgendwie Informationen selbst bearbeiten können, die etwas Wichtiges aus dieser Information extrahieren können und mit diesen wichtigen Informationen können sich selbst verbessern. Klingt wie Sci-Fi, aber es ist so. Es funktioniert so. Also, allgemeine Prinzip braucht ein bisschen mehr als 12 Minuten zu erklären, aber im Prinzip es geht so. Sie stellen ein Problem. Sie sagen, okay, ich möchte dieses Problem lösen. Aber das Problem kann sehr komplex sein und Sie haben keine guten Modelle dafür. Dann finden Sie so viele Daten wie möglich, die dieses Problem beschreiben. Dann schreiben Sie ein Programm, die diese Daten bearbeiten kann und wichtige Informationen aus diesen Daten extrahiert. Ja? Und nutzt diese Information, um sich zu verbessern. Klingt kompliziert, oder? Also allgemeine Prinzipien, die wir dort nutzen, sind sehr intuitiv. Zum Beispiel Reinforcement Learning oder bestärkendes Lernen. Es ist sehr intuitiv. Wenn unser System, wenn unser Algorithmus irgendwelche Abfolge von Schritten gut macht, dann belohnen wir unseren Algorithmus. Wir geben etwas Gutes zu unserem System. Ne? Genauso passiert in unserem Gehirn. Unser limbisches System belohnt unseren Neokortex, wenn unser Neokortex irgendwelche kluge Idee hat. Aber Gott sei Dank, Algorithmen brauchen kein Dopamin. Ja? Für Algorithmen eins für etwas Gutes ist schon gut genug. Wahrscheinlich haben Sie über AlphaGo gelesen. Also AlphaGo war dieses Programm, der Go, dieses alte chinesische Spiel, gespielt hat. Und er spielt besser als Go-Weltmeister. Der coolste Moment dieser Geschichte ist, dass erste Variante AlphaGo hat menschliche Spiele analysiert, um sich zu verbessern. Aber neueste Version, AlphaZero, hat nur diese Reinforcement Learning, also bestärkendes Lernen-Mechanismus, und spielt mit sich selbst. Keine äußere Information, aber schon gut genug, um mit Go-Weltmeister zu spielen und winnen. Ja? Ganz intuitive Idee, guter Algorithmus, Magic. Also, es gibt andere Beispiele, wo KI schon gut funktioniert und viel besser als Menschen. Normalerweise, das sind Situationen, wenn wir so viele Informationen haben und wir müssen unsere Entscheidung sehr schnell machen. Zum Beispiel Suchmaschinen. Ja? Sie nutzen KI jeden Tag. Oder ein anderes Beispiel, LHC, Large Hadron Collider. Dort nutzen wir KI, um neue Partikel zu finden. Wir analysieren Petabyte von Daten mit künstlicher Intelligenz und dann finden wir neue Partikel. Ein anderes Beispiel ist Stahlproduktion.
KI kann kontrollieren Konzentrationen von verschiedenen Chemikalien, die wir für Stahlproduktion brauchen. Und während dieser Stahlproduktion. Das kann ökologische Auswirkungen niedrig machen und das also spart Millionen Euro. Ja? Wir nutzen KI und diese Beispiele von KI sind enge KI. Wir haben gut definierte Probleme. Wir haben Daten dafür und wir hoffen, dass unser Algorithmus uns helfen kann. Aber natürlich, es gibt eine heilige Gral der Intelligenz. Und diese heilige Gral heißt Kreativität. Wie kann ich etwas Neues finden? Ja? Sehr leichtes Beispiel. Wir haben eine Jobposition und wir haben zwei Kandidaten. Beide sind kompetent. Beide können machen, was sie wollen. Aber eine hat auch Initiative. Eine hat auch Ideen, wie können wir weitergehen mit diesem oder anderen Problem. Naja, ich gebe mein Geld zu zweiter Kandidat. Das ist mir klar. Aber soweit, leider, haben wir keine Ideen, wie wir Kreativität in unsere Algorithmen bauen können. Das ist ein großes und schweres Problem. Es braucht viele verschiedene Lösungen und das nennen Wissenschaften allgemeine KI, also General AI. Und viele Wissenschaftler sind also kritisch, ob wir das im Prinzip machen können. Andere sind nicht so pessimistisch und sie sagen, naja, wir können nicht Bescheid sagen, ob wir allgemeine KI haben können, aber es gibt ein paar Schritte, die wir auf jeden Fall versuchen müssen und dann wahrscheinlich können wir unsere Technologie verbessern. Dazu gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Vorstellungen. Einige Wissenschaftler sagen, okay, wir müssen besser unser Gehirn verstehen. Wir müssen verstehen, was passiert da, der uns Kreativität gibt. Und wir müssen diese Merkmale dann in Silico reproduzieren. Wir müssen das in unsere Algorithmen bringen. Zum Beispiel in unserem Institut, Professor Jürgen Jost und seine Gruppe macht genau das. Es gibt andere Leute, die sagen, okay, wir brauchen irgendwelche Schnittstelle zwischen menschlichem Gehirn und Computer, um Informationstransfer schneller zu machen. Wahrscheinlich das wird schon großer nächster Schritt. Und es gibt auch andere Leute, die sagen, okay, wir müssen Algorithmen natürliche Sprache beibringen. Warum? Also weil natürliche Sprache ist die beste Sache, die wir haben. Es gibt keine andere bessere Methode, Informationen von einer intelligenten Person zu anderer intelligenten Person zu geben. Nur natürliche Sprache. Aber natürliche Sprache ist komplex, multimodal. Es kann auch mit unserem limbischen System spielen. Wir können etwas fühlen, wenn wir richtige Wörter hören. Es geht nicht nur um die Logik. Es ist sehr komisch. Zum Beispiel etwas kann sehr grammatikalisch korrekt sein, aber trotzdem sinnlos. Und ich bin absolut sicher, dass ich heute viele Grammatikfehler gemacht habe. Absolut sicher, aber hoffentlich, was ich sage, trotzdem macht Sinn. Natürliche Sprache kann unser nächster Schritt, entscheidender Schritt sein, um nächste Niveau des KI zu erreichen. Und deswegen arbeite ich und meine Kollegen an Algorithmen, die diese natürliche Sprache reproduzieren können. Ja? Die etwas in natürliche Sprache selbst schreiben können. Und um das Lustige zu machen, machen wir das als Gedichte anstatt langweilige Prose. Ja. Es funktioniert genau so. Wir sammeln so viele Gedichte wie möglich. Überhaupt so viel, wie es gibt. Auf Englisch oder auf Russisch, hoffentlich. Nächster Schritt ist auf Deutsch das zu machen. Und naja, wir geben diese Gedichte zu unserem künstlichen neuronalen Netzwerk. Und dann die Aufgabe ist, ob es möglich ist, neue Gedichte zu schreiben, die irgendwie alte Gedichte ähneln, also die Stil von gegebenen Autor ähneln können. Ja? Zum Beispiel, ich kann ein paar Beispiele geben. Das ist neuronales Netzwerk geschriebene Edgar Allan Poe. The rose she saw was beauty shining. A flower full of gold, of silence and a warning that nothing told. Nicht schlimm, oder? Und das ist KI geschriebene Bob Marley. In the jungle I stand up, I want to be free. Turn the beat up to the top, because this is what I want to be. Auch nicht schlimm. Also ich finde, wir waren überrascht, wenn wir das gesehen haben. Und dann haben wir gedacht, also letzte Jahre wäre Kurt Cobain 50 Jahre alt. Und wir haben gedacht, okay, wir haben dieses Netzwerk, es kann Poesie generieren. Wir müssen Musik schreiben und einen Sänger finden und aufnehmen ein paar Lieder. Ja?
das haben wir gemacht. Wir haben Rob Carroll aus New York gefunden, der für uns gesungen hat. Und wir haben selbst Musik geschrieben und Netzwerk hat Texte generiert. Und ein Beispiel können wir jetzt hören. Also Neuro, Kurt Cobain. Die Projekt heißt Neurona. Es gibt 4 Lieder, aber das ist nur eine. My life is all I can relate. But they said I would be afraid. Come from my past and in a field. That a planet would be revealed. Also, danke sehr. Das reicht. Ja, wenn Sie mehr hören wollen, können Sie das hoffentlich googeln und KI wird gute Antwort geben. Danke. Also fassen wir zusammen. KI ist schon da. Wir haben es schon. Es ist wunderschön, der nächste Schritt, um unsere Informationsverarbeitungsfähigkeiten zu entwickeln, um mehr Informationen zu verarbeiten, um mehr zu verstehen über diese Welt. Es wird weiterentwickeln. In alle diese engen Direktionen. Aber hoffentlich, es gibt Möglichkeiten, einen weiteren Schritt machen. Und natürliche Sprache ist eine Möglichkeit. Wenn wir Algorithmen haben, die in natürlicher Sprache kommunizieren können, wenn wir Algorithmen haben, die natürliche Sprache verstehen können, werden diese Algorithmen für uns sehr nützlich, weil natürliche Sprache für uns sehr intuitiv und leicht ist. Und deshalb bringen wir Algorithmen bei, Gedichte zu schreiben. Vielen Dank.